Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Part Pokémon Schwarz. Ein letztes Mal vor Ultrasonne und Ultramond will ich noch ein bisschen Schwarz bringen. Ja, falls sich das Arena-Rätsel resettet hat, tut mir leid, Leute. Aber ich habe trainiert. Ja, und das will ich natürlich nicht vorenthalten. Hier haben wir einmal Akurai auf Level 39 mit Kalklinge, Wasserdüse, Strauchler und Siedewasser. Dann haben wir Sebritz auf Level 39 mit Ladungsstoß, Nitrolade, Wolfwechsel und Donnerwelle. Dann haben wir Irokex, kein Tropix mehr, sondern ein Irokex mit Büschbruch, Knirscher, Tumkick und Zerlüm. Der Knirscher ist nebenbei neu hinzugekommen. Und bei Sebritz der Ladungsstoß. Und Flampidia auf Level ebenfalls auf 39 mit Flammblitz, Felskraft, Fuchtler und Hammerarm. Ja. Jetzt können wir ja in der nächsten Arena weitermachen. Nebenbei, nach der Arena wird das Spiel auch bleiben für mich. Ja, natürlich habe ich mir Ausschnitte auf YouTube angesehen, aber das ist ewig her. Ich habe auch Screen auch sowas wie Tränke und so. Nebenbei, ich habe die ganzen Trainer in Wendelberg nachgeholt zum Trainieren. Ja, wenn wir ja dort so durchgewascht sind. Und bei sowas wie P2-Labor würde ich halt nichts nutzen, weil erstens, ja, was wollen wir so großartig machen? Und zwar, weil du bist eh nichts Spannendes zu sehen. Und zweitens, ja, ich bin eh zu überlevelt für die, ne? Die sind irgendwie 10 Level unter mir. Ja, also, nee, für den Moment nicht. Ich habe gerade Bock auf die Story, deswegen machen wir die Story. Ja, wer hätte das gedacht, ne? Und es steht auch zum Beispiel mal ein bisschen viel, ne? Warum ist es ja auch ein Let's Play, da muss man reden, ne? Ja. Ich glaube, das ist der Part, wo ich aktuell schon am meisten geredet habe, wo ich allein bin, ne? Ja. Und ansonsten nur so, hallo, 5 Sekunden nix, dann so, yay. Dann so 5 Sekunden gar nicht so, fuck. Bitte, ja. Ne? Na gut, aber so ist besser. Ja, ich tue hier den bei den Gegnern jetzt Akurai mal einsetzen, weil er eh nichts beim Arena-Leiter machen wird. Und wow, so hat der Arne Auftritt. Kommt noch auf Level 40, ist happy. Yeah. So, Elektro, Let's get kicked. Ja. 2000 weibliche GP für Akurai und Level 40. Hast du eigentlich noch das Glitzer Akurai? Keine Ahnung. Ich hab's auf jeden Fall benutzt zum Trainieren und ja, will jetzt ein bisschen so OP das so benutzen, ne? Deswegen gucke ich mal. Ja, er hat anscheinend wirklich noch. So, komm, nehmen wir. Ich will ja nicht, dass das Ding zu OP wird, ne? Aber ganz ehrlich, glaub ich, mache ich mal nach vorne, weil eigentlich liegt es nicht daran, dass ich ihn nach vorne gemacht habe, weil ich ihn trainieren wollte, sondern weil ich zu faul war, einen anderen nach vorne zu machen. Deswegen Sebritz, du kennst dich doch. Du hast Nitroladung für die Eisprobe und falls doch Wasser hinzukommt, hast du ja, ja Ladungsschutz und Voltwechsel. Nebenbei, hier gibt es auch einen Bug mit, durch den man diesen Kämpfer. Ja. Ich glaube sowas, ja. Aber nö. Wir wollen die Trainer schon alle machen. Ich habe wenigstens mal links dem, ja, hier, den Glitch gezeigt, den Bug, wie auch immer. Der König aller Karatekämpfer. Boah, Karatekämpfer. Womit kämpfen die? Natürlich. Mit Eis-Pokémon. Wer kennt es nicht? Gut. Man sieht doch den Radis, weil ich habe ihn gerade kurz zur Seite gestupst. Und hatte Angst, dass man ihn nicht sieht. Und Alter, red ich jetzt viel, ne? Alter. Ja, und noch ein Gelatrop. Also, wer kennt sind die Kampftrainer mit Gelatropo. Ja, die mag jeder. Ja, komm. Kill es. Nö, okay. Du magst mich wohl noch nicht genug, ne? Wir haben so viel zusammen erlebt, Sebritz. Aber du magst mich immer noch nicht genug. Ja.
Und ich glaube, viel zu viel Bullshit. Ja. Yeah. Gut, ist aber auch besser als 1000 Jahre lang nichts zu sagen, oder? Ja. Ja, okay, der Druck wird besiegt. Die Schmiedenvorladung meines Sebritz. Ja. Jeder Tropo-Gegner wurde besiegt. 1.362 EP, ja. Petsniff, oh, ja. Das gab's auch auf dem Battleback. Das war halt so ein richtig seltener Encounter, aber die geben auch so wenig EP, ne? Aber ich glaube auch, das will ich ownen können mit einer Nitro-Ladung. Ja. Oh. Nein, ich würde nicht ownen können mit einer Nitro-Ladung, weil das Ding Ausdauer hat. Das ist genauso nervig wie die Quietel in der alten Arena der zweiten Gen, ne? Oder halt ein Hardcore zurückzimmer. Ja, es hat sogar gekillt. Immerhin kriegst du ihn in den Fuß. Ich finde, das letzte Pokémon ist, geht mich das nicht. Juckt mich das nicht und das ist das letzte Pokémon. Also nervt das nur. Nur eine unnötige Information zu viel bei. Boah, jetzt nicht will es eh da. Ja. Willst du, wie viel bin ich? Plus 4 oder so? Ich hab sogar plus 4. Brandon. Ja, okay. Ja, vielleicht liegt es daran, weil du mit Eis-Pokémon kämpfst und nicht mit Kampf wie normale Kämpfer. Deswegen kannst du auch niemals der beste Kampftrainer sein, weil Kampftrainer kämpft mit Kampf-Pokémon. Eis ist im Nachteil gegen Kampf, also bist du der schlechteste Kampftrainer. Ja. Und hier ist Sandro. Ja. Alles, was nach Sandro kommt, so im Turm ist blind. Nur so als Randinfo, ja. Mit wem beginnen wir? Irokex? Ja, Irokex. Ich bin gerade zu faul, um sie zu heilen, also gehen wir direkt in den Kampf. So, der dann Phytix. Aus deinem Gesicht spricht die wilde Entschlossenheit, den Arenaleiter herauszufordern. Und den lass uns keine Zeit verlieren. Ja, das ist ein Mann der vielen Worte, ne? Ja, aber das finde ich auch gut, dass der nicht so viel redet, weil ja, fünfte Gen plus es ist die Hölle, was so spricht Boxen da angeht. Die Sonne und Mond eigentlich auch. Hoffen wir mal, dass es nicht so schlimm wird, was so ein Ultramond wird, ne? Heute kannst du auch, hey, was ein Noob. Kann man dem eigentlich abzerbrechen mit Durchbruch? Komm, das ist dein großer Durchbruch, Irokex. Nee, anscheinend nicht. Wäre cool gewesen. Warte, er hat nur 3 Pokémon. WTF. Na gut, die Top 4 haben in der Chat auch nur 4 Pokémon. Ist halt echt leider so. Ja gut, hier ist es doch okay, weil sie sonst okay wären, 5, aber ein Y hätte ihnen ein fünftes durchaus gut getan, ne? Ja, in Sonne und Mond zum Glück sind es wieder 5. Siberio. Boah, der kriegt einen Turmkick in die Fresse. Wer, der macht Scanner. Kann er überhaupt Scanner? Ich hab keine Ahnung. Ja, ich rede viel zu viel Bullshit. Und das ist schon sein Signature, das man rausschickt. Und der Turmkick trifft. Ja, der Turmkick, ne? Dadurch haben wir einen Pokémon-Teil und der muss das so change. Aber hey. Die Besio wurde geohnt. Trigometri, ja. Ja, du schiebst gerade. Aber das kannst du 100% Scanner, ne? Deswegen greife ich auch nicht mit Trugkick an, sondern mit Durchbruch. Oder was? Okay, es macht auch Oberstrahl. Nebenbei, Leute, was mir erst dort im Training aufgefallen ist. Und zwar Sebritz trägt die ganze Zeit ein Evolit. Und ich hab's nicht bemerkt. Warum hab ich das? Ich hätte es die ganze Zeit für Zurückex damals gebraucht, ne? Und dann hat Sebritz das die ganze Zeit gefunden, da ist mir nützlich, obwohl er schon, weil er schon voll entwickelt ist, ne? Gut. Das sind schon mal 2 Level 40. Dein Mut verdient wehrlich Anerkennung. Da überreiche ich dir dies. Welcher Orden war das nochmal? Der Dynamo-Orden war es, glaube ich, ne? Alter, wo habe ich meinen Timer gerade, ne? Fuck, wo ist der? Ja, ich habe gerade nicht gesehen, welcher das ist. Eistab-Orden, ja. Du hast 7 Orden.
Ne, wirklich, habe ich das. Ich dachte, ich hätte 8. Das bedeutet, deine Pokémon brauchen hier nur ein halbes Level 8, auch die, die du per Tasche halten hast. Und hier kriegst du diese DM. Das ist ISO, dem Mann. Warum krieg ich so einen Crap? Hey. Und warum kriegst du mir so einen Crap? Volltreffer geil. Mir egal. Oh, Mensch, nee, ich will dich nicht entschlüsseln. So, immer raus aus der Arena. Tschüssi. Zum Beispiel durch den Bug, den mich auch gezeigt hat, kann man den meinen Kämpfer skippen doch. So. So, ich schreibe nur kurz was auf dem Discord. Na gut, wer weiß, vielleicht kriege ich auch so viel wegen dem neuen Kanalbanner, ne? Mhm. Ich hatte bereits mit Bell darüber gesprochen, dass ich irgendwie den Eindruck habe, dass ich dumm bin. Ja, du hast dich verändert, ne? Du bist noch dümmer geworden als zuvor, weil du scheiße bist, ne? Ja, bla, blibla blub, Gefühl, zusagt, ja, Pokémon, keine Antwort gefunden, ja, unser Churn, die sind wohl alle im selben Boot. Nein, ich bin nicht so Dummköpfe wie ihr, weil auch wenn du mir dem Item-Radar damals gegeben hast, ne? Ich mach mich immer noch mit Pokémon, Fanclub, bla, blibla blub, Sandro, wer seid ihr? Wie, wer seid ihr? Ich bin Bell und das ist Cheryl, hast du von uns noch nicht gehört, diesen Promis. Eigentlich nicht, aber wir tun so. Ich weiß, dass ihr hier seid. Wollt ihr nicht langsam mal zeigen? Ah, hier. Alter, das finde ich nice. Nichts anderes haben wir vom Arena Letter von den Bio City erwartet. Selbst Schattengestalten wie unter das Finstrio hast du gleich bemerkt. Boah, hätte ich aber jetzt Idioten sein. Wir sollten dies eigentlich nur grün mitteilen, aber sei es drum. Unser Meister Gezis hat will, dass du dich unverzüglich zur Drachenstiege begibst und David bleibt für diesen Fellmaster. Du wirst durch Meister. Wirst du von Meister N erwartet. Ende der Durchsage. Weil ich ab da bleibt für dich Schwert. So Drachenstiege. Was wird das bedeuten? Hey ihr, klärt mich mal auf, ich bin dumm! Auch wenn ich es nicht bemerkt habe. Du musst dich ein wenig gedulden, wenn du dir nicht in der Arena was von dir gibst. Wenn die Pflicht ruft. Drachenstiege, bla.